und vor allem haben wir einen tollen Tag gesehen. Danke nochmal einen Applaus für alle. Auch im Nationsspiel, alles wunderbar. Ich glaube, es ist keine große Verletzung hier beim Turnier passiert. Ich passiere meistens noch woanders. Dankeschön nochmal an alle. Wir danken bei der Schiedsrichter-Weltkampfleitung, beim Sprecher Dirk Bohl. Auch mal einen Applaus für die alle. So, wir kommen dann mal zu den Einzelauszeichnungen. Bester Torschütze wurde Kasper Vogel und Christian Rostock. So, danke schön. So, er ist wirklich kein bester Spieler, kein bester Torwart. Wir haben uns entschieden, eine Turnierauswahl zu wählen. Davon sind Zettel angekommen von Trainern, von Betreuern, von mehreren Stationen, die Wettkampfleitung, das Trainer-Lehrer hat da abgegeben. Es sind 5 Leute, die da reingekommen sind. Es hat 10-15 sein können. So dürfen wir war das gewesen. Entschieden haben wir jetzt für Hardy-Mensch gewählt. Ja, ich wollte aber nur sehen, was alle. Nun wurde zum zweiten Mal vorgenommen. Kaspar Vogel von Hansa Rostock. Till Klimaszewski von SV Neuruppin. Und Paul Tessmann vom FC Mecklenburg-Schwerin. So, die Präsente sind gesponsert von Autoteile, AS Autoteile, überreicht von Michael Holste. So, wir brauchen noch ein Foto. So, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch schon mal an euch. Und dann kommen wir zu der Platzierung. Den 8. Platz belegte der BFC Dynamo. Siebter wurde der FV Preußen-Eberswalde. Sechster wurde der FV Preußen-Eberswalde. Alles gut. Die Kinder bringen die Schönheit 90.
So, herzlichen Glückwunsch nochmal euch. Dankeschön. Meister wurde nach dem spannenden Finale nachgeschlagen. Thank you.